Bürger des Landes, Abgeordnete des Landtags, Herr Präsident, die Linke hat mit ihrem Antrag, Lubmin nicht zum Endlager für hochradioaktiven Abfall werden zu lassen, ein Problem angesprochen, das wir Nationalisten radikaler gefasst sehen wollen. Wo ist ein Gebiet in diesem Staat, auf dem nicht schleichend hochbrisante Missstände verewigt oder, um es mit Bundeskanzlerin Merkel zu sagen, verstetigt werden? Missstände auszusitzen, ist eine Errungenschaft deutscher Politik seit der geistig-moralischen Wende unter Helmut Kohl. Unter Gerhard Schröder hieß diese Handlungsweise die Politik der ruhigen Hand. Dabei sollte man doch meinen, dass eine Hochkultur wie die unsere in der Lage sein sollte, nicht mehr verwendete Brennstäbe, das hochradioaktive Material, und weniger radioaktive Zwischen- und Endprodukte irgendwo sicher lagern zu können. Seit 50 Jahren wird in Deutschland die Technologie der friedlichen Kernspaltung entwickelt, in Anlagen baulich umgesetzt und energetisch genutzt. Trotzdem war die Atomindustrie bisher nicht in der Lage, einen Ort in Deutschland zu benennen, an dem dieser strahlende Abfall beseitigt werden kann. Und der Staat hat bislang keine Kraft besessen, diese Industrie zu einer Endlösung zu zwingen oder selbst eine Endlösung der Atommüllfrage herbeizuführen. Dabei hat Deutschland eine jahrhundertealte Bergbautradition. Erze und Kohle wurden schon seit dem Mittelalter abgebaut, zunehmend aus großen Tiefen. Es muss doch möglich sein, tiefe Schächte in die Erde zu treiben. Man könnte das strahlende Material in Glaskokillen, in säurefeste Edelstahlfässer einschließen und diese in Kammern tief unter der Erde verbringen, die dann mit Spezialbeton auszufüllen sind. Das sind die Vorstellungen eines Laien. Doch gegen unsere hochbezahlten Wissenschaftler ist ein Laie schon beinahe ein Genie. Diese Wissenschaftler haben nämlich im ehemaligen Salzstock Asse II ein Endlager mit Forschungsstatus eingerichtet. Jahrzehntelang kippte die Atomindustrie dort Fässer hinein, versiegelte die Stollen und kümmerte sich nicht mehr um die Sache. Forschung muss sein. Zeit gewonnen, alles gewonnen. Nach uns die Sündflut. Zahlen über eingebrachtes Material wurden gefälscht, Gutachten erlogen, dass sich die Balken biegen. Irgendwann flog der Schwindel auf und nun haben wir das Problem. Asse 2 muss mit riesigen Mitteln saniert werden, sofern das überhaupt noch geht. Selbstverständlich auf Kosten der Allgemeinheit. Die Industrie darf derweil hoffen, noch ein paar Jahrzehnte weiter Atomstrom mit längst steuerlich abgeschriebenen Anlagen zu erzeugen. Und weil der Strompreis so hoch ist, sprudeln auch die Gewinne. Sicher wird davon einiges in die Staatskassen fließen, doch zu wenig, um die Endlösung der Atommüllfrage zu finanzieren. Die Linke lehnt eine schleichende Umwandlung des Zwischenlagers Lubmin in ein atomares Endlager ab. Bei uns nicht, ist ihre Forderung. Das ist uns zu wenig. Es geht um den Kampf gegen eine Atomindustrie, die nach Mafiosi-Art ihre Interessen durchsetzt. Die sozialökonomische Kritik dieser verbrecherischen Politik kommt einfach bei den Linken nicht zur Sprache. Das werden wir Nationalisten ändern. Man stelle sich einmal vor, Herr Professor Medling, der Iran würde so eine Atompolitik wie Deutschland betreiben. Das würde nicht lange gut gehen. Wir brauchen endlich ein Endlager. Auch wenn es noch so schön strahlt, scheint die Sonne noch so schön, einmal muss sie untergehen.